Servus, ihr Äpfel, Knochen wieder hier. Hier gibt es ein neues Event. Heute ist der 1. April und ich bin mir nicht sicher, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass das der April-Scherz ist hier. Das Event Open Testing, angeblich Rank 9, also Rank 9 Fahrzeuge, beziehungsweise hat mir irgendjemand erzählt, da eins soll Battle Rating 13 haben. Kann ich mir kaum vorstellen, aber so wie ich das mitbekommen habe, sind das hier Golfkriegs-Ära. Fahrzeuge und Hubschrauber sollen auch noch mit bei sein. Ich habe jetzt seit Anfang Januar gar kein War Thunder gespielt, habe halt andere Sachen gemacht. Und es ist das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas spiele. Nee, also ich habe schon ein Arcade-Luftschlacht-Match gemacht und einmal Panzer, weil ich dachte, da wäre vielleicht der April-Scherz irgendwo drin. Und was sehen wir denn hier? Ich bin jetzt mit dem Deutschen unterwegs. Flakpanzer gepaart. Ja, oh, Leopard. 2A5. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, was jetzt genau abgeht. Also ich muss mir das jetzt auch erstmal alles reinziehen hier. Natürlich, ich kann mir kaum vorstellen, dass so eine Panzer, wie man sehen hat, Battle Rating 13, dass solche Fahrzeuge natürlich gegen Weltkriegspanzer antreten. Das Ding sieht natürlich schon ziemlich geil aus. Das ist ja wirklich ein Biest hier. Man sieht sehr modern im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen. Also, da sieht man ja tatsächlich, dass die anderen schon 100 Jahre alt sind. Lell, ja. Lell, lell. Ich habe schon einen Luftschlagfeuer, Artillerieschlag. Oh, das sieht auch cool aus. Ich weiß nicht genau, welche Munition ich benutzen muss, aber das sieht auf jeden Fall ziemlich fetzig aus. 75 km/h, ja. Die Dinger sind wirklich sehr schnell. Sollten sie natürlich auch, denn sie sind ja auch 4 Jahrzehnte später entwickelt worden. Da sehe ich schon den ersten. Ich weiß auch nicht, wie oft man rein kann. Und ich konnte ja auch nichts kaufen hier. Und da die Fahrzeuge so nicht angezeigt wurden, sondern nur jetzt hier erscheinen. Ihr habt ja gesehen, ich habe mich mit ganz anderen Fahrzeugen angemeldet. Gehe ich natürlich davon aus, dass das hier der April-Scherz ist. Und wenn dem so ist, ja, dann ist es auf jeden Fall witziger als der Scheiß von Wargaming mit dem U-Boot, das man nicht fahren kann und das das einzige ist, was überhaupt da geboten wurde, April-Scherz-technisch. Ah, hier, da kommt. Ah, hier. Das ist jetzt also erst mein drittes Match überhaupt jetzt seit 2 Monaten. Ehrlich gesagt, seit fast 3 Monaten. Das ist ja 1. April, zuletzt habe ich gespielt, glaube ich, am 5. Januar. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn man mit so einem Hubschrauber unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob ich so weit komme. Man braucht natürlich erstmal eine gewisse Punktzahl. Ja, ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig hier, denn ich weiß nicht genau, wie hart er drauf ist hier. Das scheint die russische Variante zu sein. Oh, oh, shit! Ich bin mir sicher, dass er mich noch irgendwie. Tatsächlich. Ich habe es noch gar nicht ausgesprochen und es ist so der Fall. Ich hoffe, ich überlebe das trotz allem. Also, ich muss jetzt ein bisschen höher zielen. Ich habe den gar nicht richtig ins Visier nehmen können, als er sich dann doch etwas anders positioniert hat. Und da geht's wieder hin. So, der eine scheint ja da vorne den, glaube ich, aufs Korn nehmen zu wollen. Das hoffe ich ja. Da hoffe ich ja natürlich, dass er mich hier rettet. Schießen könnte ich jetzt nicht. Mein Geschützrohr ist noch beschädigt. Komm, die 4 Sekunden muss ich irgendwie noch überleben hier. Läuft! Der setzt ja unheimlich schnell zurück. Tja, wohin jetzt hier? Was mir aufgefallen ist, der Artillerieschlag stapelt sich nicht. Vielleicht ist das jetzt auch neu im Allgemeinen. Ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt, bisher. Hat ja nur ein Match mit dem Panzer und einer war halt, wie gesagt, mit Flugzeugen. Hier irgendeiner? Hier? Nee. Lassen wir es da mal ein bisschen regnen. Oh Scheiße.
Natürlich nicht so clever, unsere Jungs cappen da, oder einer von uns zumindest, und ich hau da jetzt die Artillerie rauf, da habe ich nicht drauf geachtet jetzt. Na hier, komm. In der Fahrt kritischer Treffer, Abschusshilfe, weg ist er. Da ist noch einer. Der Typ, der stand doch eben da schon. Scheiße. Oh Gott, ich glaube, jetzt machen sie mich weg. Und das ist der nächste. Das ist so ein Geballer, ich werde hier schwerhörig, echt. Jupp. Irbistatastan, was ist denn das für ein Name? Sieht man erstmal das Geschoss, das sieht ja vollkommen schräg aus. Ja, im Vergleich zu denen, was man sonst sieht, hypermodern. Aber auf jeden Fall nett gemacht hier. Er ist auch weg. Karma, das würde ich mal sagen, das ist Karma. So, ich nehme mir den Flakpanzer hier. Zwei von zwei, wie 680 Schuss. Okay. Standardmunition, nichts anderes auszuwählen. Okay. Naja. Also sollten die Fahrzeuge nicht bleiben hier, und ich gehe mal nicht davon aus jetzt erstmal. Ich habe mich jetzt auch nicht weiter belesen, Entwicklerblock oder so, lese ich eigentlich eh fast selten. Fast selten, eher selten. Und also wenn das jetzt für ein April-Scherz gemacht wurde, dann ist das schon ziemlich aufwendig, aber das haben sie ja sonst auch so gemacht, wie mit den ST letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren, oder letztes Jahr auch mit den Galeonen. Die geben sich eigentlich immer Mühe, bisher war noch nichts richtig Schlechtes mit bei, die haben wirklich sich viel schon einfallen lassen, oder mit dieser riesigen Schnecke damals. Ich glaube, das war eine Schnecke, wenn ich mich recht entsinne. Also immer was los hier am 1. April. Deswegen bin ich auch so enttäuscht vom Wargaming. Also das war echt scheiße, was die da abgezogen haben irgendwie. Da hätten sie ja gar nichts machen sollen, finde ich. Das ist ein Helikopter. Ich weiß nicht, wie die Reichweite hier ist von den Dingern. Und ich frage mich, wie sind die... Alter Schwede! Das sieht natürlich heftig aus. Gott, das Ding ist so modern hier. Wie fliegt man so ein Helikopter? Das scheint jedenfalls nicht so schwer zu sein. Also wenn die sich fliegen wie die Flugzeuge, dann ist das jetzt nicht das Problem. Ich weiß auch nicht, was diese Fahrzeuge hier aushalten. Diese Flakfahrzeuge, deswegen bin ich jetzt so ein bisschen vorsichtig hier. Also wer fliegen die jetzt da alle? So eine Helikopter oder was? Immerhin haben sie keine Basis, das ist aber auch schon mal ganz gut. Willy Killy. Okay. Ist schon weg oder? Ja. Oh, das ist noch einer. Den treffe ich nicht. Oh, das sind niedrig Ziele. Ja. Kann doch nicht sein. Na, so ist vielleicht besser. Was? Jetzt lädt er nach. Oh, der lädt aber ganz schön lange nach. Da ist schon wieder einer weg. Der ist jetzt auch weg wohl. So wie ich das mitbekommen habe. Aber da haben wir noch einen. Jetzt liegt der da. Ne, der ist weg. Ah! Ich find's eigentlich echt witzig. Also, ich hab zwar noch nichts geleistet bisher hier, aber. Ey, ich fahre eh noch eine Runde. Das muss ich mir auf jeden Fall mal geben. Außerdem will ich ja noch mit dem Helikopter unterwegs sein. Irgendwo hier? Ja. So, und wegfahren. Abschusshilfe. Da war ich ja nicht ganz unnütz. Okay, wir holen jetzt noch den letzten Punkt. Haben die überhaupt noch Spieler hier? Ja, da ist einer. Was?
Wer ist der? Personal One? Ja, da haben wir auch gleich gewonnen hier. Ey, so viele Helikopter hier. Sieht auch cool aus mit dem ganzen Staub jetzt hier auf meiner Schüssel da. Ja, dann bis gleich, ne? Zur nächsten Runde. Das wird Spaß. So, hab ja gesagt, gibt noch eine Runde. Jetzt nochmal mit dem Leopard 2.5a. 2A5. Was haben wir denn hier? 120 mm Rheinmetall. Okay. Oh, jetzt ist hier Dämmerung. Dass eine Morgendämmerung ist oder eine Abenddämmerung? Ist auch egal. Sieht auf jeden Fall echt fetzig aus mit der Leuchtspurmunition. Was war das denn hier? Kommt das jetzt von uns? Was war das? Also ich habe zwischendurch schon eine andere Runde gemacht, die lief ganz gut, da habe ich 4 weggehämmert, trotzdem nur 7. Platz irgendwie geworden. Und, obwohl ich das Fahrzeug nicht verloren habe. Das war irgendwie. Aber ein anderer, weniger Abschüsse, aber stand wohl öfter unter Feuer oder war weiter vorne oder was auch immer. Er sieht verdammt gut aus hier. Also rein von der Optik. Und ich spiele ja nicht mal auf höchster Grafikeinstellung. Aus diversen Gründen. Aber das sieht echt super aus hier. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Karten neu sind. Also die kenne ich jetzt so nicht. Oh, da. Und die andere, wo wir vorhin waren, die kenne ich auch nicht. Oh, ich habe sie vergessen, aber ich glaube, die sind jetzt neu. Ich hoffe natürlich, dass die Karten bleiben, weil die echt cool sind. Aber obwohl, eigentlich können die gar nicht bleiben, die sind zu modern. Ja, fällt schon mal auf. Weißt du? A dirty scrub. Ey, ey, dirty scrub, bitte. Oh, hier, hier. Kann man hier irgendwie. Wenn ich jetzt zurücksetze, könnt ihr vielleicht. Ja. Ja, komm hier. Vorsicht. Jetzt habe ich irgendwas weggeschossen. Ich krieg den nicht ins Visier hier. Da. Ja, ja. Vielleicht habe ich auch die falsche Munition. Ich kann das nicht genau sagen jetzt. Bisher prallt das nur ab. Okay. Ich habe gerade überlegt, ob der nicht schießt, weil er vielleicht diese Betonmauern nicht durchbrechen könnte. Ich meine, die sehen ziemlich stabil aus. Oh, das war mal wirklich. Das war schnell reagiert. Ich glaube, ich habe die falsche Munition hier. Muss ich mal die andere probieren. Oh, er will drehen. Der darf nicht drehen. Ich wollte gerade sagen, der kann wohl nicht weiter. Jetzt kann er aber doch weiter. Jetzt ist er weg. Ich hab'n Kill. So, Artillerie lieber auf die, die sich da verbunkern. Oh. Wo? Scheiße. Steht er noch hier? Nee, der ist tot. Okay, eins meiner Besatzungsmitglieder ist schwer beschädigt, wollte ich sagen, schwer beletzt, schwer beschädigt, respektive schwer verletzt. Ich glaube, man kann tatsächlich diese Mauer nicht zerstören. Ist der nächste. Scheiße. Das war definitiv zu langsam. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich diese Karten und so vermissen würde. Ich glaube schon, weil bisher macht es echt tierisch Spaß hier. Allerdings denke ich mir natürlich auch, wenn sie das im War Thunder implementieren würden, finde ich es auch irgendwie nicht gut. Oder wenn man es irgendwie separat macht, irgendwie. Also abtrennt von den, ich sag mal, Weltkriegsfahrzeugen, Weltkriegskarten.
Ich weiß nur noch nicht genau, wie man das bewerkstelligen sollte. Aber ich meine, wenn sie sich jetzt schon die Mühe gemacht haben, dann sollten sie das auch irgendwie drin lassen. Aber ist ja nur meine Meinung, das ist ja nichts. Und der Leopard ist natürlich echt ein geiler Panzer, also das kann man nicht bestreiten. Es wäre natürlich geil, wenn sie noch so Erste Weltkrieg, also Panzer aus dem Ersten Weltkrieg drin haben würden. Das wären natürlich nicht so viele. Ich glaube, bei den Deutschen gab es auch nur zwei. Das waren ja nicht mal richtige Panzer, sondern eher Panzerwagen. Riesige Dinger hier, wie dieser... Ach, wie hießen die denn? Ich komme jetzt nicht mehr genau drauf. Ich glaube, die waren bewaffnet mit Marinegeschütz. Echt klobige Dinger. Einer hieß Wotan. Weiß ich, weil der steht noch in irgendeinem Museum. Hier in Deutschland. Holy shit. Ist hier zerstört. Naja, aber schon ein zweiter Kill hier. Ich bin zufrieden dafür, dass ich so lange nicht gespielt habe. Außerdem gucke ich auch ein bisschen mir die Gegend an und das hat schon was, ey. Kann man nicht meckern. Und ich war ja auch eine Zeit lang richtig frustriert, aber das hier scheint mir irgendwie besser zu gefallen. Also entweder hatte ich lange genug Pause jetzt oder ich weiß auch nicht. Oder mir gefällt es halt besser mit moderneren Panzern zu fahren, aber viel gespielt habe ich noch nicht, also werde ich mir das alles mal in Ruhe angucken, demnächst mal wieder. Da ist noch einer. Was ist mit dem anderen? Da ist noch einer. Kann er noch schießen? Das ist eine Frage. Das sieht echt so geil aus mit dieser Leuchtturm-Munition hier in der Dämmerung. Muss man natürlich ganz schön rumprobieren hier. Ziel unbeschädigt? Okay. Was? Geil. Oh nein! Von unten kriegt man die selten kaputt, weil sie so blöd gepanzert sind da. Der ging irgendwie auch daneben. Guck dir das an. Jetzt brennt er. Ich weiß gar nicht, wo ich hinziehen soll. Hier vielleicht. Hier müsste der Motor sein. Wo ist denn vorne hier? Der ist so klobig. Ja, aber auch das wird nichts. Ja, da ist der Motor. Oh Mann. Ich wollte gerade sagen, der wird da jetzt nicht echt noch abhauen. Das ist die Delta, das hat mich wahnsinnig gemacht. Hier ist noch einer. Ich dachte, ich krieg vielleicht diese Generatoren hier kaputt. Ich gehe davon aus, dass Generatoren sind oder irgendwelche. Nee, Lagertanks waren das. Läuft richtig angenehm bisher. Ja, gefällt mir doch. Das macht Spaß. Müsste jetzt der dritte gewesen sein. Da kommen schon wieder die Helikopter. Ich finde das hier aber besser, denn ich finde, die sollten das generell so machen. Bestimmte Punkte verdienen, erst dann kann man mit einem bestimmten Flugzeug rein. Jetzt im normalen Spielmodus. Und wir haben gewonnen. Und wenn man das verloren hat, muss man halt wieder eine bestimmte Punktzahl erreichen, um halt nochmal ein Flugzeug starten zu können. Ja, dann würden die auch nicht die ganze Luft verseuchen und hier ständig ihre Kamikaze-Angriffe durchziehen, weil das nervt auch. Und ja, ich werde das demnächst mal vorschlagen. Ihr wisst wahrscheinlich schon, was ich meine. Jetzt war ich leider nicht mit dem Helikopter unterwegs. Ja, 3 Kills tatsächlich und mein Fahrzeug nicht verloren. Als einer der wenigen übrigens. Dafür war es auch ziemlich unterhaltsam. Habe ich mir mal Mühe gegeben. Ja, dann glaube ich, mache ich noch eine Runde und nehme dann auf, so ab dem Moment, wo ich mit dem Helikopter unterwegs bin. Ich hoffe echt, dass die leicht zu steuern sind. Aber ich habe da schon andere Sachen gehört oder gelesen. Naja, also dann bis gleich. Dann. Also, ich habe jetzt hier meinen Helikopter GM oder GM64. 178mm Raketen. 8 Stück davon habe ich an Bord und halt ein obligatorisches Maschinengewehr. Und ach du Scheiße, was ist das denn?
Wieso? Wenn da schon was von Hilfe steht, dann ist das nie gut. Oh, ich merke das. Vorwärts, rückwärts, Akzent drehen. Your Accent. Oh, scheiße, das ist natürlich auf Englisch. Ich weiß nicht, was your ist. Der Rest verstehe ich. Geschwindigkeit. Achsengeschwindigkeit. Ach du Scheiße. Feindliche Truppen haben das Gebiet eingenommen. Ja, okay. Der wird langsamer hier. Oh Gott, nein. Ich merke schon, das wird überhaupt nichts mit mir hier. Aber er sieht cool aus. Da kann man nicht meckern. Klingt doch geil, wenn ich feuere. Ich kann das Ding nicht steuern. Weil ich hatte jetzt ja auch keine Zeit, da irgendwie zu üben. Oh Gott. Wer ist denn das? Schießt da noch einer? Ich glaube, neben mir ist noch einer. Also ich fliege, aber wie? Heiliger Strohsack. Ich muss jetzt. Oh. Ich kann das sowas von gar nicht. Ich glaube, die Maus ist eigentlich gar nicht zu benutzen. Kann ich. Das ja. Da! Ach, der ist abgestürzt. Also Bild hoch, Bild runter würde ich benutzen, aber ich habe noch. Ich bin es gewohnt, die rechte Hand an der Maus zu haben. Scheiße, Alter. Oder wird schon auf mich geschossen? Aber es sieht wirklich cool aus, nur ich bin zu blöd, so ein Ding zu fliegen. Ist mir echt zu umständlich hier. Deswegen will ich auch nie Simulator spielen. Oh nein! Oh Gott! Oh, da hinten ist ein Flakfahrzeug. Vielleicht kriege ich ja das irgendwie. Boah, ich könnte sogar eine Luft cappen. Was ist denn jetzt los? Warum fliegt der so komisch? Wieso? Wieso bin ich abgestürzt? Hat er mich abgeschossen und das ist einfach eine Sequenz, die nicht irgendwie fertig war? Oder? Ich sehe nicht durch. Also das ist mir echt, das ist nicht für mein kleines Gehirn geeignet. Sag ich mal. Nee, also ich glaube, da muss man schon richtig häufig hier jetzt spielen. Mach ich ja vielleicht auch noch, weiß ich noch nicht. Das läuft noch bis, wie man es kennt von den Events, bis Montag um 10, glaube ich. Das ist ja aber richtig kompliziert. Ja, dann lieber schön mal am Boden hier mit dem Panther. Abschüsse habe ich schon einige gemacht. Wie einer, der so kacke versteckt da. Ich finde auch, das sieht wirklich gut aus, wie die Kugeln irgendwie die Felsen treffen und dann so abstreifen. Da jetzt. Gut, ich muss höher zielen. Das ist halt wieder so eine Schätzen und Fühlen Sache. Ungefähr hier kommt das hin. Ne, noch ein bisschen höher oder ich treffe den einfach gar nicht. Und dann kann ich mich mal im Arsch lecken. Ich glaube, mit dem wollen wir mich gar nicht weiter beschäftigen hier. Oh, da ist einer. Der hat eben die Kanone zerfetzt. Und jetzt ist er auch komplett weg, scheiße. Aber die Matches, die ich bisher gespielt habe, die haben ja alle gewonnen. Das war auch eine sehr schöne Sache bisher. Oh, der ist auch weg. Da ich die Russen noch nicht gespielt habe, kann ich nicht sagen, ob die beiden hier gleich stark sind. Oder ob es da Unterschiede gibt, ob da wieder hier Russian Bias irgendwie vorherrscht oder so. Keine Ahnung. Ich habe das jetzt nochmal erwähnt. Nicht, dass ich denke, hier gibt es so einen Russian Bias. Aber es wird ja oft und gerne erwähnt. Kriegst du einen Helikopter runter hier? Das ist ja schon wieder. Ich muss noch ein bisschen an C ran, sonst wird das hier gar nichts. Ja, komm.
Also irgendwie, nee, der ist zu schnell. Ich glaube, die Reichweite von meinem MG ist auch gar nicht dafür geeignet, eigentlich die Dinger hier runter zu blasten. Dann mache ich das jetzt mal hier. Ich hoffe, der fährt da irgendwie rein. Frag Juna. Attack Helikopter. Ja gut, das bin ich gewohnt, dass sie sich jetzt nicht unbedingt die Mühe machen, für so ein Event das noch alles zu übersetzen und dergleichen. Juri. Die ging rüber hinweg. Fuck you und zu Ass. Tierisch konzentriert hier. Das ist High-End Gaming. Allerfeinsten. Ich glaube, dies ist das erste Mal, dass wir verlieren werden. Zumindest schwer danach aus. Sauber, wieso steht einfach Flugabwehrfahrzeug und nicht irgendwie ZSU oder so? Ich glaube, das ist der Gepard. Weil bei der ZSU steht ZSU. Ne, ich glaube, das verlieren wir. Wie auch immer, bisher echt unterhaltsam, wirklich sehr witzig. Ich werde auch gleich mal mit den Russen reingehen. Ja, hallo, in zum Boot. Jetzt habe ich verschränkt, habe ich falsche Taste gedrückt. Kacke, ach, die war's. Ja,